A few weeks ago, Christoph approached me in this grandiose room and asked me to speak tonight for 10 minutes. So that's what I'm going to do. I'm going to speak for 10 minutes. And when he approached me here, he did it somehow with hesitation. The moment he pronounced the title, "Can Art Improve the World?" he looked at me with delay, hanging back, waiting for my response. Until now, I'm not quite sure if he did it so because he thought that I'm not the right artist to try to answer the question, or if he wasn't convinced himself that such a direct question makes sense to be addressed at all. The question, "Can art improve the world?" is full of paradoxes. Should we understand it as a provocation? And if this is a provocation, does it mean to trigger a discussion that Adorno has already answered when he concluded that art's greatest achievement is to have no purpose? On the other hand, if we say, yes, art can improve the world, we have to say how we measure these improvements. Then again, why are we cultural workers here doing what we are doing if we are not in some modest, mysterious, or more or less direct or indirect ways benefiting the common good or public interest? Should these improvements be measured, and if yes, according to what criteria exactly do we do that? We could be wrong. The historical reception of art can change enormously from one context to another, from one period to another. The most banal example would be the life of Van Gogh. He died poor, but today there is a huge multi-million culture industry built around his paintings, for example. On the other hand, I would rather talk about something that interests me more, the utopian potential of art, regardless of how unfashionable this might sound. Having spent a large part of my youth in New Zealand, I was contaminated by more or less self-ironic attitude. At its best, such a cultural insecurity would have it that art's function is a form of specialized entertainment. But to be honest, I never believed in it because the notion is based upon a particular Anglo-Saxon misreading of postmodernism that is defined by irony, and that the failure of modernism means that all progressive thinking is by default utopian. For neoliberal thinkers, any form of art, architecture, or political movement that doesn't function within the short-term economic benefits is not worthy and consequently impractical. Strangely enough, as if the only system that has ever existed in the history of humanity is neoliberal capitalism. Anyone who opposed it was simply labeled as utopian, and here utopian is seen as something that is completely useless. Utopia, as we know, stands for precisely no place. It was originally used as a title for a 15th century book by Thomas More and written as a witty, metaphoric, localized critique of a specific historical situation in a specific place. The time was 1516 and the place was England. The circumstances were as real as Thomas More's Utopia as here and now in 2015 in Vienna, so there is nothing impractical about it. I would rather focus on certain types of localized and functional utopian thinking. Here we are in Vienna. So I will focus on a local project based on the Wiener Moderne, which is the Wegbundsiedlung in Hietzing, as a social experiment. And that's the image that you can see now. Built between 1930 and 1932, it is one of the most significant architectural projects of Austrian modernism. There are remarkable houses designed by architects such as Adolf Loos, Josef Hoffmann, and Ernst Plischke. Initiated originally by Josef Funk, the Wegbundsiedlung Wien consisted of 70 houses designed by 33 different architects. Dwellings varied from detached houses, duplexes, and row housing designed to display a range of various homes that could potentially function as role models for other living estates around the world. Today, but also in Vienna. Today, we wouldn't live in a city as functional, as comfortable as Vienna, unless the underlying principles of Wiener Moderne were not implemented over the last decades. Rather than simply project a set of architectural images of experimental buildings, which I'm doing right now, which are actually collages that I produced myself,
I could instead try to address what I think an artwork does, or more precisely, what we make it do. In other words, maybe we should ask how art organizes our relations to one another as humans, which is to discuss these issues in affirmative terms. This is rather an attempt to the relational aspects of representation, its conditional nature, staged not as a loss of meaning, but the accumulation of potential historical meanings. There is nothing invisible, utopian, or dematerialized. This is rooted in the here and now of social conditions. You may say this is historical, but art has its consequences, which there is very little time for me to discuss here. And that's why I'd like to shift now and show you the last image. If we supposedly live, and there's been a lot of discussion tonight about digital world that we somehow occupy, so if we supposedly live in the time of dematerialized social relations, what kind of infrastructure supports the internet? Here, the image that you can see is the Facebook Data Center, a watercolor by John Kelsey. It is a simple, unpretentiously executed watercolor, but the fact that the largest digital social network storage has been depicted is crucial. The invisible system of social relations has been reduced to a tiny, modest landscape watercolor. And its location is known. It's in Rutherford County in North Carolina, in the United States of America. So Facebook, in fact, has a physical home. It is something that can be represented too. The mutation of capitalism at the end of the 20th century, followed by its definite dominance in the present form of globalization, have achieved a radical job of uprooting that is in fact its underlying project. The neoliberalism replaced local codes with flows of capital, delocalized the imagination, and turned individuals in labor power. At the same time, the advancements of this kind led towards acceleration, so rapid that once upon a time, clear categories of production and exhibition of art, for example, are becoming more and more indistinguishable. Boris Groys writes, for example, that everyday life begins to exhibit itself through contemporary participation networks of communication, and it becomes impossible to separate the presentation of the everyday from the everyday itself. This new system creates weak forms of participation, but also a great deal of anxiety for the majority, and also space for speculation and profit for a few. Nonetheless, being suspended between the need for a connection with the surrounding and the forces of uprooting, artists produce exchanges that may not always be clear in origin. The question is not one of the postmodernist origins. It is the continuous mobility with no clear destination in view, materializing a power of contact, not of translation, of explanation, but an ability for making certain hidden, invisible social, economic, technological processes visible. And this is why I like this work, because it makes something that we believe is somehow hidden, invisible, very physical and very material. Such a visibility is provided by galleries and museums as well, and they can function as places where some new ideas enter society for the very first time, however utopian they might be in the beginning. Thank you. Wir wurden gebeten, 5 Bilder zu zeigen in 10 Minuten. Ich habe mich für lauter Bilder von meinem Telefon entschieden. Unlängst war ich in Belgrad und hatte ein Hotelzimmer mit einer recht speziellen Zimmernummer. Sogar beim nächtlichen Schlüsselholen wurde ich vom Rezeptionisten darauf angesprochen. The number of the beast. Ich habe mit meinem Telefon ein Foto davon gemacht und an ein paar Freunde per E-Mail geschickt. Ich bin nicht Mitglied irgendeines sozialen Netzwerks, sonst hätte ich es vielleicht gepostet. Das wäre die Art von Fotos, die man posten könnte. Jetzt zwischendurch ist mir noch eingefallen, dass man als Künstler manchmal ganz dankbar ist für eine schlechte Welt. Das Hotel jedenfalls war auch sonst ganz interessant. Es war gegen Ende der 80er Jahre gebaut und es war voller sehr schöner italienischer Designerlampen von Tobias Carpa, von Luciano Vistosi und von meinem Lieblingsdesigner Achille Castiglioni.
so ein letzter Abglanz eines internationalen, modernen Jugoslawiens, bevor dieser Teil der Welt schlechter wurde. Das ist die serbische Künstlerin Milica Tomic, die ich sehr schätze, unlängst auf einem Panel zum Thema Can Art Change Society? So ein ähnliches Thema wie heute. Sie beschrieb ausführlich ihre Intentionen anlässlich eines aktuellen Projekts. Leider reichte ihre Redezeit nicht, um zu erzählen, worin das Projekt eigentlich bestand. Während der Veranstaltung wurde auf einer Leinwand der Twitter-Feed zum Hashtag Art for Social Change projiziert und manchmal die Statements der Teilnehmer quasi als Twitter-Nachrichten gleich gepostet. Milicas Vortrag wurde so ungefähr mit dem Statement zusammengefasst. The whole idea is about changing yourself and not about producing art. Aber ich bin mir nicht sicher, ob sie das genauso gesagt hat. Gestern Abend war ich in Budapest und habe dort an einer Diskussion teilgenommen, die sich wiederum einem ähnlichen Thema widmete. Die Künstlerin Ilona Németh, die man hier links im Bild sitzen sieht, eine ungarische Künstlerin, die in der Slowakei lebt, also quasi Teil der ungarischen Minderheit in der Slowakei, und in Budapest immer mit ihrer Arbeit sehr präsent war und wie ein paar andere in den letzten Jahren ein bisschen weniger Möglichkeiten zum Ausstellen und Institutionen sich finden. Jedenfalls wurde sie zu einer Einzelausstellung eingeladen in Budapest und sie hat sich die Frage gestellt, was man in der heutigen Situation in Budapest oder in Ungarn überhaupt zeigen oder tun kann. Sie hatte das Gefühl, und das Gefühl habe ich auch ein bisschen, dass man mit seiner Arbeit, die sich so mit allen möglichen Dingen beschäftigt, im Moment vielleicht gar nicht aktuell genug oder konkret genug ist auf eine sehr bedrohliche Situation. Ja. Wie Sie ja sicher wissen, werden derzeit in Ungarn demokratische Grundrechte massiv ausgehöhlt, auf dem Rücken der schwächsten Teile der Bevölkerung eine populistische Politik betrieben und in Abgrenzung zu internationalen Gepflogenheiten und Vereinbarungen eine recht bedrohliche nationale Einheit beschworen. Nicht zuletzt wurde auch die Kulturszene dramatisch betroffen. Institutionen werden geschlossen oder unbesetzt und wie in den bleiernen 60er und 70er Jahren finden häufig wichtigere kulturelle Veranstaltungen schon so in halböffentlichen Orten statt. Nicht, weil es plötzlich eine strenge diktatorische Zensur gäbe, sondern einfach, weil öffentliche Gelder gekürzt und ganz neu verteilt werden, teilweise ideologisch motiviert, teilweise machtpolitisch, teilweise einfach neoliberal, populistisch, pragmatisch, so in der Hoffnung auf Besucher werden dann irgendwie Ausstellungsorte umbenannt und umprogrammiert. Es gibt zum Beispiel die Kunsthalle noch, die Mütschau noch, aber sie zeigt eher mittelmäßige Ausstellungen provinzieller Künstler und lädt hin und wieder doch internationale Künstler und Kuratoren ein, um nach außen hin eine gewisse Legitimität zu behaupten, die es in lokalen Kreisen längst verloren hat. Da gibt es noch einiges zu sagen, aber das lasse ich aus. Naja, ich merke das. Also in den letzten Jahren haben 500.000 Menschen Ungarn verlassen, was eine sehr große Menge ist, mehr als 1956 nach der Revolution und circa so viel wie so zu großen Auswanderungswellen Ende des 19. Jahrhunderts. Und gleichzeitig kommen gerade jetzt sehr viele flüchtende Menschen auch nach Ungarn und durch Ungarn. Das nächste Foto zeigt Matthias Michalka bei seiner Eröffnungsrede zur Ausstellung im MUMOG, To Expose, To Show, To Demonstrate, To Inform, To Offer, künstlerische Praktiken um 1990. Das Foto zeige ich wegen dem Foto, wegen dem angenehm sperrigen Ausstellungstitel und wegen den 90er Jahren. Ich habe Mitte der 90er Jahre angefangen, Kunst zu machen, habe um die Zeit studiert und die Künstler und Institutionen und Medien der Zeit hatten einen großen Einfluss auf meine Arbeit. Jenny Green, die meine Professorin an der Akademie war, Christian Philipp Müller, Farida Amali, Mark Dyan, Clegg und Goodman und viele andere entwickelten damals, teilweise in Weiterentwicklung von Methoden und Ästhetiken der 60er Jahre, eine Kunst, die nicht nur autonome Objekte und Waren schafft, sondern sich als Akteur in der Gesellschaft begreift und sich kritisch mit ihr auseinandersetzt und auch ihren eigenen verkorksten Kontext nie aus den Augen verliert, die in einem Spannungsfeld zur Welt existiert, Präsenz in ihr behauptet und nicht ohne Humor auch ihre eigenen Beschränkungen thematisiert.
Eine Kunst, die politische Haltung hat und Wissen produziert, forschend, manchmal didaktisch, manchmal poetisch. Ich glaube nicht, dass man all das für meine Arbeit heute behaupten kann, aber es ist ein wichtiger Hintergrund für meine Haltung als Künstler und für eine Überzeugung, dass uns die Welt jedenfalls etwas angeht. Zum Schluss ein Beispiel für einen anderen Ausstellungstitel und ein Beispiel dafür, wie Kunst und ihre Institutionen auch zu einer schlechteren Welt beitragen können. Verwundert habe ich mich gefragt, ob das Bild, das neben dem Ausstellungstitel Bacon, Warhol, Richter hängt, von Bacon, Warholer der Richter ist. Weder noch. Es ist einfach eine Gruppenausstellung, der man diesen markigen Titel umgehängt hat. Und diese Art von Branding und Starkult und Verkürzung und Vereinfachung ist der Feind eines künstlerischen Denkens. In einer besseren Welt würden die Menschen zuallererst einmal ganz genau hinschauen, Zusammenhänge versuchen zu entwirren, zu erkennen, zu diskutieren, nachzuforschen, Aussagen misstrauen, auch den eigenen zuhören und Anteil nehmen und Tätigkeiten nachgehen, die sie und andere herausfordern und faszinieren und keine einfachen Ergebnisse anbieten. Das klingt jetzt etwas kitschig, aber die Kunst kann vielleicht etwas davon vorleben. Insofern wäre das ein vorsichtiges Ja auf die Frage dieses Abends, aber ich könnte auch ein Nein plausibel darlegen und würde mir das auch glauben. Ich habe fünf Arbeiten gewählt, die ich auf meinem Computer in meinem Fundus liegen hatte, die für mich für einen Reflexionsraum stehen, vielleicht auch für eine veränderte Welt, die man kurz betreten kann. Eine veränderte Welt, jetzt nicht in einem Sinn einer verbesserten Welt, sondern von einem anderen Realitätsentwurf. Und ich habe gewählt von Martin Kippenberger das Metronet. Und zwar ist das 1993, hat er die Idee von einem weltumspannenden U-Bahn-Netz, das es in verschiedenen Ländern gibt. Und das, was Sie hier sehen, das ist der fiktive U-Bahn-Eingang in Syros auf einer Insel in Griechenland. Und ich fand dann für mich spannend, diese Arbeit, also 2015 hat die eine ganz andere Bedeutung, wo der Fluss von Waren sehr smooth und sehr durchbürokratisiert funktioniert auf der ganzen Welt, aber der Transport von Menschen eine ganz andere Fragestellung darstellt als 1993. Und eben gerade auch, dass das auf Griechenland gebaut wurde, fand ich für mich sehr spannend. Ich selbst habe ein Fragment der Arbeit das erste Mal im Schindlerhaus in Los Angeles entdeckt. Und zwar bin ich gerade in einen Moment reingekommen, wo die Freunde von Schindler, also in dem Garten von dem Schindlerhaus in L.A., da gab es so eine Entlüftung. Und die Entlüftung, die hat auch auf dieses fiktive U-Bahn-Netz verwiesen. Und in dem Moment, wo ich dort war, wurde gerade von dem Freunde von Schindler beschlossen, das wegzureißen. Die wollten es nicht haben. Und ich fand das dann ganz spannend, dass es diskutiert wurde über diese fiktive U-Bahn-Entlüftungsschacht, welche Bedeutung die hat. Und natürlich in L.A. fand ich, hat die eine große Bedeutung, wo auch dort der Verkehr und der ganze Verkehr ist eigentlich so aufgebaut, dass die reichen Leute in Autos fahren und die ärmeren Leute im Bus. Und das U-Bahn-System ist eigentlich nicht da und der öffentliche Verkehr funktioniert gar nicht. Also das ist zum Beispiel eine Arbeit für mich, wo es so einen Entwurf einer veränderten oder ja, wo es einen Moment von Weltveränderung gibt, wo viele verschiedene Fragen aufkommen, die sozialer, politischer Natur sind, aber die sich auch im Laufe der Zeit immer wieder verändern. Ich bin dann auch selber bei diesem U-Bahn-Entwurf vorbeispaziert und habe gar nicht verstanden, das war in der Schweiz, das finde ich auch sehr interessant, die Mandulein. Und das war das einzige Kunst im öffentlichen Bauprojekt, von dem ich, also ich wusste nicht, dass das ein U-Bahn-Eingang ist, das war nicht beschildert. Ich fand es interessant und habe so ein bisschen abstrakt gesehen in dieser
in dieser Schweizer Landschaft und bin eben erst nachher später drauf gekommen, dass es auch zu dem Projekt gehört, was mich irgendwie immer sehr fasziniert hat. Eine weitere Arbeit ist von Ray und Charles Eames, und zwar geht es darum, ein Beispiel für, wie wir einen Raum im Kontext und auch in verschiedenen Dimensionen wahrnehmen können. Und das ist ein Video, das in dem Jahr entstanden ist, in dem ich geboren wurde, 1977, und das mich in meinem Architekturstudium sehr stark beeinflusst hat, weil die Fragestellung, wie wir Architektur im Kontext wahrnehmen, hier in einem Film durchgespielt wird, und zwar Zoom, Ray und Charles Eames, die zoomen in dem Film immer in der 10. Dimension aus einer ganz banalen Situation raus. Und die Situation, die ist ein Couple im Park, und sie bewegen sich immer mehr raus, bis sozusagen die Welt verschwindet und wir einen riesigen Kosmos vor uns haben. Und gleichzeitig kommt die Kamera wieder zurück und zoomt dann in die Haut von einem der beiden rein, und man bewegt sich in den inneren Kosmos. Und ich fand die Arbeit sehr schön, weil die Dinge immer auch in einer Maßstäblichkeit, oder man muss sich immer alles in einer Maßstäblichkeit auch anschauen, um eine Veränderung vielleicht auch zu erkennen. Das ist ein weiteres Beispiel, das ich sehr vielleicht auch auf diese Fragestellung vorher von der Körperlichkeit und dem Menschen in einer digitalen Welt sehr interessant finde. Und zwar ist es eine Arbeit von Mike Kelly, die beruht auf ein Forschungsprojekt aus den 50er Jahren, das Harry Harrison angestellt hat. Und zwar hat er verschiedene Spielobjekte in ein Zimmer gestellt und dann Probanden spielen lassen und einfach Handlungsabläufe beobachtet, und die wurden dann später von Trisha Brown in einem Tanzstück aufgenommen, und Mike Kelly wiederum hat es in eine Arbeit übersetzt mit dem Titel Testraum. Und wir kennen auch diese Übungen aus der Forschung, wo mit Affen getestet wird, wo versucht wird, so Versuchsanordnungen herzustellen und zu schauen, wie sich ein Körper in einem bestimmten Raum bewegt und welche Handlungen er dort ausführt. So ein ähnlicher Gedanke habe ich auch bei Simone Forti gefunden, wo es darum geht, Arbeiten zu schaffen, Skulpturen, die eben über die Benutzung den Körper in eine ganz andere Raumstellung, aber auch die eine Handlung erfordern. Und ich finde, dass so der Moment der Handlung in unserer heutigen Zeit ein wichtiger Punkt ist, über den wir nachdenken müssen in Bezug auf die Kunst. Und ich finde das deshalb, weil sehr viel über den Kunstmarkt funktioniert und gerade diese Frage der Handlung, also wie handle ich als Künstlerin oder wie handle ich als Mensch im Alltag, die ist im Kunstmarkt überhaupt nicht relevant, aber ich finde, im Alltag ist die sehr wohl immer noch sehr relevant. Und in Bezug auf den Moment der Handlung fällt mir natürlich Katie Noland ein, die hat eine sehr starke Haltung und Handlung innerhalb von dem ganzen Markt gehabt, und zwar ist sie aus dem Kunstmarkt ausgetreten und hat sich für einen sozialeren Beruf entschieden. Vielleicht eben hat das auch sehr stark mit der Frage nach Veränderung oder Veränderung der Welt. Das ist natürlich in der Kunstwelt sehr schwierig. Und ich finde, das, was aber sehr paradox ist bei dem Ganzen, dass natürlich dadurch, dass sie aus der Kunstszene ausgestiegen ist und keine neuen Arbeiten produziert werden,
der Marktwert ihrer Arbeiten wahnsinnig gestiegen ist, worauf sie versucht hat, die Arbeiten aus dem Markt herauszunehmen, was ihr aber natürlich nicht gelungen ist. Und ganz zu allerletzt habe ich einen Film, den ich eigentlich als meinen Lieblingsfilm bezeichnen würde, und das ist Welt am Draht von Werner Fassbinder, der so auch auf die Frage geht von digitalen Welten und Parallelwelten, fiktiven Welten. Die Geschichte oder der Plot ist die, dass eine simulierte Welt in einem Computerprogramm hergestellt wird und der Hauptdarsteller im Film, der ist einfach ein Subjekt in dieser simulierten Welt, und er findet aber raus, dass die simulierte Welt nicht die richtige Welt ist und kann durch einen bestimmten Apparat kann er in die andere Welt fliehen, von der er annimmt, dass es die richtige Welt ist. Aber ich erzähle jetzt nicht das Ende für die Leute, die den Film nicht gesehen haben, aber dort findet er was ganz Gegensätzliches noch raus. Ja. Schönen guten Abend, mein Name ist Valentin Ruri. Ich bin heute hier eingeladen worden von Marlies Wirth. Und sie hat mir eine E-Mail geschickt, so wie wahrscheinlich den anderen vier Künstlerinnen auch, mit der Bitte um Teilnahme an diesem Abend heute. Und wie es heute auch schon von mehreren Künstlerinnen und Künstlern genannt worden ist, im ersten Moment war das ein komischer Moment, auch diesen Titel zu lesen, denn dieser Titel war: Kann Kunst die Welt verbessern? Und so wie es ausschaut, bin ich jetzt auch der Einzige, der vielleicht wirklich ganz, ganz konkret darauf eingehen möchte oder eingehen wird. Obwohl ich auch schon dazu sagen muss, dass ja auch Christoph Thun-Hohenstein erwähnt hat, dass es sich dabei ja auch um eine sehr naive Frage handelt, die auch bewusst so ausgewählt worden ist. Deswegen von meiner Seite eine Annäherung. Das Problem ist aus meiner Sicht, dass wenn man sich mit so einer Frage beschäftigt, dass es zuvor Fragen gibt, die vielleicht noch geklärt werden müssten. Und wenn man sich jetzt sozusagen den Gegenstand der Frage selbst anschaut, hat man einmal die Kunst und einmal die Verbesserung der Welt. Also in dem Fall so etwas wie eine Veränderung der Welt. Und ich muss hier auch apropos noch verändern, ich bin nicht ganz zufrieden mit meinem Display hier. Meine Moderationsnotizen sind jetzt auch auf meinem Display. Okay, also nochmal zurück zu dem. Also, wie gesagt, es geht bei dieser Frage, kann Kunst die Welt verändern, auch darum, wie sozusagen sich so eine Welt verändern kann überhaupt. Also was sind überhaupt die Parameter, die eine Weltveränderung möglich machen? Und ich schließe jetzt im Moment noch aus, dass es sich dabei auch prinzipiell um eine Verbesserung handelt. Und die andere Frage ist natürlich auch, und ich laufe Gefahr jetzt auch, diese Frage hier zu stellen, nämlich: Was ist Kunst? Also eigentlich muss man ja zuerst mal klären, was Kunst überhaupt ist, damit man in einem weiteren Schritt sagen kann, wie diese Kunst dann überhaupt auch diese Welt verändern kann. Aber ich möchte auch hier jetzt kein Parallelsymposium starten, und ich glaube auch, dass eine Frage dieser Art in diesem Haus vielleicht auch gar nicht gestellt werden sollte. Deswegen weg mit dieser Frage. Stattdessen lieber zur nächsten Frage, nämlich: Wie verändert sich unsere Welt überhaupt? Und um zurückzukommen auf die Einleitung, also bewusst jetzt eine naive Annäherung. Also aus meiner bescheidenen Erfahrung als bildender Künstler in Österreich habe ich versucht, wollte ich versuchen herauszufinden, welche Parameter, also das heißt, welchen menschlichen Einfluss, ausgenommen jetzt von zum Beispiel Naturereignissen, gibt es, die unsere Welt verändern. Und ein Blick in unsere Geschichte, aber auch in unsere Gegenwart, lässt schnell erkennen, worum es dabei im Wesentlichen geht. Ich denke da zum Beispiel an die Religion, die ja ein sehr frühes Mittel war, um eine Welt in irgendeiner Weise zu verändern oder auch zu verbessern. Stichwort 10 Gebote. Dann gibt es natürlich auch die Politik, die auch immer bemüht darum war, eine Staatsformen oder gesellschaftliche Formen zu erschaffen, die auch wiederum eine Art von Verbesserung für unsere Gesellschaft darstellen können. Und in weiterer Folge dann natürlich auch die Wissenschaft. Es wurde heute auch schon erwähnt, die Automatisierung. Also ich glaube, wir wissen alle, dass wenn wir zurückblicken auf die letzten 10 Jahre und wenn wir uns ausmalen wollen, was in den nächsten 2 Monaten passiert oder vielleicht
zwei Jahren, dass es da unglaublich viele Bereiche gibt, die wir uns eigentlich noch gar nicht vorstellen können, die aber wiederum, so wie auch schon in der Vergangenheit, also eben wieder zurückkommend auf diese Automatisierung, natürlich auch eine starke Veränderung unserer Gesellschaft mit bedeuten und nicht in allen Fällen, aber hoffentlich in vielen Fällen auch eine Verbesserung. Beispiele dafür sind natürlich auch die Art und Weise, wie wir kommunizieren oder wie wir überhaupt uns selbst als Mensch auch wahrnehmen in dieser Gesellschaft. Aber die Frage war ja weder jetzt, ob Religion, Politik oder Wissenschaft die unsere Welt verändert oder in Klammer verbessern kann, sondern die Frage ist ja eine andere gewesen, nämlich die Frage war, kann Kunst unsere Welt verändern oder verbessern? Und ich eben bewusst ganz naiv habe ich mich versucht, an das anzunähern und habe mir dann überlegt, okay, es gibt ja sowas wie eine religiöse Kunst. Also in allen Formen der Religionsausübung gibt es immer wieder auch Kunst, die auftaucht und die ja auch unterschiedliche Bedeutungen hat. Ich denke da jetzt zum Beispiel vor allem an Sakralarchitektur, also im Zusammenhang mit der christlichen oder byzantinischen Kunst fällt mir da jetzt zum Beispiel die Sakralarchitektur des Petersdoms ein. 14 Baumeister, über 100 Jahre, könnte man sich heute mit der Wiener Bauordnung nicht vorstellen. Oder auch zum Beispiel den Felsendom in Jerusalem, eines der ältesten islamischen Sakralbauten, wo dann aber auch immer wieder so Offsprings auch von Bedeutung oder zur Bedeutung kommen, wie zum Beispiel in dem Fall auch die Keramikfliesen, also die dort auch zu sehen sind. Oder wer sie kennt, in Indonesien die Tempelanlagen von Borobudur. Dann gibt es aber auch politische Kunst. Ich habe das jetzt aber auch hier nur sehr, es sind natürlich nur Fragmente, Aktionismus, Theater, Futurismus, Avantgarde und Pop. Ich denke, in diesem Fall denke ich an zum Beispiel die soziale Plastik von Josef Beuys, der sozusagen eine gesellschaftsverändernde Kunst verlangt und sie auch in gewisser Weise gegen eine rein formale oder ästhetische Kunst gestellt hat. Allen bekannt hier vor allem der Wiener Aktionismus oder auch Schlingensief, der ja vor vielen Jahren hier auch in einer ähnlichen Situation, in der wir uns heute auch befinden, eine Aktion vor der Oper gestartet hat. Es wurde heute auch schon von Heinrich Dunst erwähnt, der Futurismus, die Partito Politico Futurista, die also letztendlich auch in einer politischen Partei geendet hat, die aber auch so etwas wie ein Vorläufer des Faschismus eigentlich war. Und ich gehe sogar so weit und sage, auch wenn ich da im Streit mit anderen bin vielleicht, aber ich gehe so weit und behaupte auch, dass Musikvideos von Jonas Åkerlund, der für Lady Gaga Telefon gemacht hat, auch eine gewisse gesellschaftliche Relevanz haben und auch in einer gewissen Art und Weise unsere Welt verbessern oder auch verändern können, was wieder jetzt aber dahingestellt ist. Dann gibt es natürlich auch die wissenschaftliche Kunst. Da muss ich aber auch wieder dazu sagen, das sind jetzt keine Gattungen. Also es gibt jetzt nicht die Gattung der wissenschaftlichen Kunst, so wie es auch nicht die Gattung einer politischen Kunst per se gibt. Aber man kann es, glaube ich, so interpretieren, dass es bestimmte Formen und Ausprägungen in der Kunst gibt, die dann das wieder zusammenfassen. Und in der wissenschaftlichen Kunst gibt es zum Beispiel Künstlerinnen und Künstler, die sich auf Psychologie, Soziologie, Biologie, Ökonomie und Rechtswissenschaften, aber natürlich auch viele andere Disziplinen berufen. Und mir fällt da jetzt auf die Schnelle ein, Op-Art zum Beispiel als eine Kunstform, die sich halt auf die Psychologie und auch auf die Sinneswahrnehmung des Einzelnen spezialisiert. Oder auch wieder Beuys, wenn es um die soziale Plastik geht. Viele von euch kennen wahrscheinlich Carsten Höller und die Arbeiten von Carsten Höller, die auch irgendwo an einer Schnittstelle zwischen Biologie und auch Sinneswahrnehmung sind. Und für mich ein ganz aktuelles und sehr schönes Beispiel ist die letzte Ausstellung in der Kunsthalle St. Gallen. Einige haben wahrscheinlich davon gehört, eine Künstlergruppe mit dem Namen Mediengruppe Bitnik hat dort einen Random Darknet Shopper konstruiert, einen Roboter, der Bitcoin verwendet und diese Bitcoin kaufen zu unterschiedlichen Preisen im Darknet Produkte ein, die illegal sind. Und diese Produkte werden dann geschickt an dieses Museum oder an diese Kunsthalle und werden dann dort so sukzessive ausgestellt. Und dabei handelt es sich dann auch um, das können sein Ecstasy-Tabletten, das kann sein gefakte oder andere, also Produkte wie Jeans und so weiter. Und in dem Zusammenhang finde ich es dann auch spannend, wenn auch so Aspekte wie Ökonomie und Rechtswissenschaften auch zusammenkommen.
die ja dann auch in gewisser Weise, nämlich wenn man das jetzt wieder so sehen möchte, als Zusammenfassung ja doch auch Kunst sind. Und in dem Zusammenhang könnte man ja jetzt meinen, dass Kunst die Welt verändern kann oder das Potenzial dazu hat. Also das heißt, Kunst ist ja auch Religion, Kunst ist Politik, Kunst ist Wissenschaft. Und wenn die Kunst als ein Teil von diesen Bereichen existieren kann, dann muss sie auch letztendlich in der Lage sein, unsere Gesellschaft zu verändern. Allerdings beantwortet das für mich noch immer nicht die Frage, was, wenn Kunst nur Kunst ist. Also la pur la, wie man so schön sagt. Ich glaube, ich komme Richtung Ende und möchte vielleicht sagen, ich kann definitiv die Frage so beantworten, kann Kunst die Welt verbessern? Ich bin überzeugt, vielleicht. Das wäre sozusagen das Einzige, an was ich mich herantrauen würde. Und da mir jetzt auch noch die Gelegenheit gegeben wurde, 5 Bilder herzuzeigen, möchte ich das jetzt auch tun. Und ich zeige 5 Bilder relativ wahllos. Und interessanterweise wurden diese Bilder trotzdem, oder diese Arbeiten zum Teil trotzdem heute schon erwähnt. Wir haben hier einmal von rhodischen Bildhauern die Nike von Samothrake, heute auch schon von Heinrich Dunst angesprochen. Caspar David Friedrich, Der Morgen im Riesengebirge, 1810, steht alles drauf. Oh, das war zu schnell, glaube ich. Hanna Höch, mit oder ohne Untertitel, ohne anscheinend, Made for a Party, 1936. Angelika Loderer, Coming in Pieces, 2015. Mark Mendes, Room with Broken Sentence, eine Ausstellungsansicht, die er gesehen hat, vorletzte Venedig Biennale. Und ja, ich glaube, vielleicht abschließend möchte ich einfach sagen, die Frage, ob die Kunst die Welt verbessern kann, ist aus meiner Sicht nicht zu beantworten und vielleicht auch nicht aus der Sicht der Künstlerinnen oder Künstler, aber ich möchte vielleicht eine neue Frage stellen, und zwar, wie sieht eine bessere Welt aus? Und ich glaube, dass das eine Frage ist, bei der man sich durchaus ohne schlechtes Gewissen an Künstlerinnen und Künstler wenden könnte. Danke. Guten Abend, mein Name ist Anna Witt. Ich möchte dem Thema mit einem Beispiel aus meiner eigenen Arbeitspraxis begegnen und möchte einen kurzen Ausschnitt zeigen aus meiner aktuellen Arbeit Durch Wände gehen. Durch Wände gehen, der Titel, das ist eigentlich eine Fähigkeit von Superhelden oder man kennt das aus Computerspielen. In meinem Projekt, das ich zusammen mit Ashraf Jabal und einem jungen Syrer, der vor einem Jahr nach Leipzig gekommen ist, und Alexa Dresmann, einer Deutschen, die vor 89 aus der ehemaligen DDR in den Westen geflohen ist, zusammengearbeitet habe. Und in dem Projekt geht es eigentlich darum, dass wir gemeinsam anhand dieser konkreten Biografien versuchen, uns dem Thema Flucht zu nähern. Und ich möchte jetzt erstmal einfach den Ausschnitt zeigen und etwas tun, was, denke ich, für meine Arbeitsweise relativ prägend ist. Und ich lasse einfach meine Beteiligten sprechen. Ja, wie ich gesagt habe, was sehe ich blöd, dass die Menschen demonstrieren. Ja, demonstrieren. Und ja, normalerweise, das kostet so viel Geld für die Stadt und die Straßenbahnen läuft nicht mehr. Die Polizei auch, sie muss, die Stadt muss etwas Geld für die Polizei bezahlen. Das kostet so viel Geld. Ist richtig, ja. Ja. Aber das ist wieder das, es ist ein demokratischer Staat und da ist das erlaubt, das sagen die Gesetze. Ja. Welchen Sinn es hat. Ja, und die Gesetze auch sagen, dass Deutschland willkommen die Flüchtlinge. Ja, deswegen gibt es auch die Für- und die Gegendemonstrationen. Es ist Demokratie. Aber das ist keine Lösung. Nö, ist es nicht, auf gar keinen Fall.
aber man kann das auch nicht verbieten. Die Leute dürfen frei ihre Meinung äußern, sowohl die, die sagen, wir wollen keine Flüchtlinge, und dann kommen eben auch die, die sagen, doch, die sollen hier sein, sind willkommen, sind auch Menschen. Und dann gehen die, wenn die einen auf die Straße gehen sollen, die anderen, müssen die anderen ja auch was dazu sagen. Okay, und das ist immer so. Und dann? Tja, irgendwann hört es auf. Okay, machen wir nur die Munde auf und machen wir nichts. Nur sprechen, nur sagen, nur laut sprechen, auf die Straße laut sprechen, und dann machen wir gar nichts. Wir müssen eine Lösung finden, nicht nur auf die Straße laut sprechen. Ist richtig, ja. Zum Beispiel Ausländer raus oder... Wie sieht die Lösung aus, die Politik nicht findet? Ich weiß nicht, wo das Problem liegt. Wir sind gleich. Ich bin Mensch und du bist Mensch. Ja. Und wir müssen dieselbe Möglichkeit haben. Du hast die rote Reisepass, das heißt, dass du kannst, wohin möchtest du gehen? Hin, durchgehen, aber ich nicht. Ja, ist richtig. Und die Leute müssen verstehen, dass die Flüchtlinge kommen aus verschiedenen Ländern, wo der Krieg ist. Okay, versuchen Sie mal, in eine von diesen Ländern leben und dann sagen, ja, Ausländer raus. Ja, also wie gesagt, das Projekt habe ich mit den beiden über den Zeitraum eigentlich des ganzen letzten Jahres entwickelt, in sehr enger Zusammenarbeit. Als ich mit dem Projekt begonnen habe, letztes Jahr im Winter, war in den Medien eigentlich relativ viel von Pegida oder Legida zu hören, was mich sicher irgendwie auch beeinflusst hat in der Wahl meines Themas. Und im Laufe des Prozesses hab ich nicht alleine an diesem Projekt gearbeitet, sondern wir haben halt irgendwie gemeinsam auch immer wieder versucht, uns zu hinterfragen, was wir da tun. Und eine dieser Fragen war eben auch, an wen richten wir uns? Also was bewirken wir, wenn wir irgendwie so ein Projekt machen über ein Thema wie Flucht, und wen erreichen wir? Und die letztendlich die Ausgangsgeber sind, wie zum Beispiel die Legida, die werden wir ja nicht erreichen, wenn wir dieses Projekt in einem Museum zeigen oder in einer Institution. Letztendlich diese Diskussion ist entstanden in der Situation, als wir unseren Film gedreht haben und die Legida dann vor unserem Fenster vorbeigelaufen ist. Eigentlich hatten wir entschlossen, wir wollen sie rauslassen, wir wollen ihnen nicht über sie sprechen, aber letztendlich haben sie uns doch wieder eingeholt. Eine andere Sache war die, dass im Februar oder auch im März, im Juli, immer in diesen Schritten des Projekts, dieses Thema der Flucht war natürlich präsent, aber es war nie so präsent, wie das jetzt in den letzten Monaten sich entwickelt hat. Das hat uns natürlich auch total beeinflusst, und wir haben uns die Frage gestellt, was können wir denn eigentlich in der Situation da noch dazufügen, was kann man da jetzt noch sagen? Und eine Sache, die ich denke, was wir machen konnten, ist das, dass wir versuchen, durch das Projekt andere Blickachsen zu eröffnen. Also dass, wer spricht eigentlich über wen, und wer ist der Autor? Habe ich als Künstlerin überhaupt die Möglichkeit, über so ein Thema zu sprechen, wenn ich die eigene Erfahrung gar nicht gemacht habe? Und ja, also ich denke jetzt hinsichtlich des Themas von heute kann ich eigentlich sagen, geht es in dem, was ich sage, nicht darum, kann ich die Welt verbessern, sondern es zeigt vielleicht eher, wie die Welt meine Kunst beeinflusst. Und ja, genau. Danke. Vielen Dank für die Statements, und wir hatten uns eben überlegt, noch so eine Art kurzes Nachgespräch jetzt untereinander zu führen und gerne auch mit Inputs von Ihnen allen im Publikum, weil da gibt es ja sicher verschiedene Meinungen und Ansichten dazu. Und ich muss jetzt nur mal kurz meine Notizen da durchgehen.
Was mir aufgefallen ist in dieser Runde, war also der Utopie-Gedanke, den ich mir auch schon vorab notiert habe, dass die Kunst eigentlich eine eigene Weltsicht vielleicht darlegt, die helfen kann, die eigentliche Welt, in der wir leben, mit anderen Augen zu sehen oder neu zu betrachten und vielleicht nicht alles als gegeben hinzunehmen, was auch gerade derzeit durch populistische Maßnahmen einem vorgelegt wird und unhinterfragt und ungefiltert vielfach angenommen wird. Und ja, mich würde dann nochmal interessieren, was jetzt ihr untereinander zu dieser Weltsicht zu sagen habt. Naja, ich bin draufgekommen, also als du mich gefragt hast, ob ich Lust habe, da zu sprechen, habe ich ja ein entschiedenes Nein dir entgegengeschmettert und bin dann doch draufgekommen, dass vielleicht ein okayer Zeitpunkt ist jetzt, um so über ein paar Sachen nachzudenken, die sich so mit einer Selbstverständlichkeit eingeschliffen haben in der Arbeit und im Nachdenken über die Arbeit. Ich habe ja vorhin erwähnt, dass ich auch aus so einem sehr politisierten Background komme von der Ausbildung und von den Sachen, die mich geprägt haben. Und dass ich bin mit meiner Arbeit zunehmend abstrakter geworden über die Zeit. Aber ich bin auch drauf gekommen, dass ein Grund dafür ist, dass ich nicht so leicht zu Konklusionen komme. Also ich könnte nicht darlegen, was eine bessere Welt ist. Ich kann so punktweise Dinge irgendwie verwerfen und schätzen und so, und das baut sich relativ langsam und fragil auf, und ich sehe mich nicht, also ich sehe meine Rolle als Künstler einfach definitiv nicht darin, Antworten zu geben oder etwas zu entwerfen, wie es sein soll oder so, weil ja, eine andere genauso schlechte Welt ist möglich, sozusagen, das wäre so mein Gedanke. Ja. Ist natürlich auch eine bessere Welt wäre möglich, aber unwahrscheinlich. So. Ich fand, dass die Dorit Margreiter das vorher ganz schön ausgedrückt hat mit dem Reflexionsraum, dass Künstler komplizierte Fragen stellen. Das fand ich ganz gut, weil die Realität ist so komplex geworden, dass man auch nicht von einer Welt sprechen kann. Es gibt keine eine Welt, es gibt viele verschiedene Welten und die laufen alle parallel nebeneinander ab. Es gibt die digitalen Welten, die politische Welten, und was ich gerade in diesem Moment sehr stark spüre, ist, dass die digitalen Welten und die realen Welten oder die Welten draußen in unserem Alltag sehr stark aneinander clashen. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, dass man, wenn man von Post-Internet-Kunst spricht, sicher auch die Frage stellen muss, ob man nur sich auf eine digitale Welt beziehen kann, in dem Moment, wo die reale Welt, diese digitale Welt total überrollt. Und eben diese verschiedenen Welten zu definieren und die alle zusammenzubringen und ihre Zusammenhänge sichtbar zu machen oder eben über Fragen Zusammenhänge zu visualisieren, das finde ich ist eine Möglichkeit, sich an den Begriff Welt überhaupt heranzutasten. Ja, bevor wir vielleicht weitergeben, kurze Frage auch nochmal in diesem Kontext. Eben die Frage der Definition ist ja heute schon oft angesprochen worden. Unter anderem ist das ja auch ein Spezialthema von Heinrich Dunst, mal den Begriff auch heranzunehmen. Und eben die Frage war, was ist Kunst, was ist Veränderung, was ist die Welt und was heißt Verbesserung? Und da stelle ich mir immer die Frage, Verbesserung, für wen ist es besser? Es ist ja auch schon erwähnt worden, am Rücken der Schwächsten wachsen die Stärksten. Und die Frage ist eben, wie dieses Verhältnis, also wie wir als Kulturschaffende, nicht nur Künstlerinnen, aber auch Museen oder die Kulturlandschaft, zu großem Teil die Politik natürlich, da eine neue Sichtweise schaffen kann oder eine Veränderung tatsächlich herbeiführen kann. Mladen, maybe. Can I do it in English? Yeah. Okay. I think that the question, to some extent, is full of paradoxes. Even if it's, if we analyze each word and we say art improving the world, trying to analyze every single word and break it into a definition, I don't think it really brings us closer to what really art does in a society. I think that
to a certain extent, art that has a purpose already stops being art the way it's been historically understood in 20th century. So it starts being something else. It's being instrumentalized in order to have a particular effect. If you want that, if art becomes that, then a certain aspect of freedom of what it means to be an artist is being lost. So I think it's something that's good to bear in mind, that maybe we don't want art essentially to become so clearly defined. I don't think we can define the world, and improving something, it also sometimes it might mean in one historical period that it's a really wonderful improvement, and then later on we realize, well, maybe it's not. Maybe it's not such a great invention after all. I mean, there's been a lot of talk of internet and the role of art in kind of post-digital situation or digital situation, and I think that that probably needs to be historicized a little bit more. The certain kind of aspect of dematerialization of art is being talked about in the post-internet art. I think that's something that needs to be taken with caution, particularly because internet does affect the way people receive today art. Most of art today is discovered on the phone, and then later on may be seen in the reality. Something happens when art and images are being filtered through internet. That also needs to be historicized. But then at the same time, I think that a lot of artists who deal with this topic, they're not interested at all into history. They're not interested, they have a very different idea of time and the way that we really need to approach that. So it's something that probably, it's much closer to fashion. Yeah. I'll just stop now. Für meine Begriffe ist der Begriff Welt so ein bisschen groß gefasst. Also mich interessiert es eigentlich eher große Themen, wie du es angesprochen hast, wie Machtverhältnisse oder Sicherheit oder sonstiges, lieber auf einem Mikrokosmos runterzubrechen, also eben diese Veränderung auf so einer ganz kleinen Ebene zu suchen, indem dass man Fragen stellt oder vielleicht schafft, irgendwie eine Reibung zu erzeugen. Und der Anspruch, da irgendwie mich in eine ganze Welt zu richten, ist so groß. Deshalb wird ja auch diese Frage so schwierig. Und ich denke, wenn man dem Ganzen irgendwie auf so einer kleineren Ebene begegnet, indem man sich als Mensch irgendwie auch noch in so eine Proportion dazu begeben kann, wird das Ganze irgendwie so ein bisschen anschaulicher. Ja, und das ist mein Ansatz. Ja, wow, das ist viel. Als ich eingeladen worden bin, war mir auch irgendwie klar, dass einer der Gründe, warum ich auch da bin, der ist, dass ich mich wahnsinnig viel mit Blockchain, Bitcoin, Cryptocurrencies, Dark Web etc. auseinandersetze, obwohl es mit meiner Kunst eigentlich gar nichts zu tun hat, aber mich persönlich einfach sehr stark beschäftigt. Irgendwie habe ich mir dann gedacht, okay, man könnte jetzt natürlich viel über die Blockchain sprechen, über dieses sogenannte Trustless Network der Zukunft, in dem wir uns später mal alle unsere Autos ausleihen werden und unsere Kühlschränke uns im Internet of Things erklären, was wir alles einkaufen können und was wir im Amt kochen. Aber letztendlich mit der Beschäftigung auch dieser Frage, die ja wirklich sehr, sehr naiv tatsächlich auch ist, ja, und auch wenn ihr das alle erwähnt, so quasi der Begriff Welt und der Begriff auch Veränderung, Kunst etc., das sind ja eigentlich sehr große Begriffe. Für mich hat sich jetzt irgendwie etwas anderes herausgestellt in der Beschäftigung mit dieser Frage. Und es war ja eigentlich auch etwas, was auch irgendwie so ein bisschen so diese anderen Themen, die da auch auftauchen, touchiert in irgendeiner Weise, wenn wir über Post-Internet-Art sprechen, wenn wir über Art-Market, also den Kunstmarkt und so weiter sprechen. Nämlich, was mich im Zusammenhang mit der Kunst vor allem interessiert, ist, dass es ja auch eine gewisse parallele Entwicklung gibt im Moment, meiner Meinung nach natürlich, eine gewisse parallele Entwicklung gibt im Moment, die ja auch in unserer Gesellschaft sich widerspiegelt. Und zwar ist es ein gewisser Konservativismus, ist das das richtige Wort, oder eine gewisse Regression auch. Ja? Also zum Beispiel der Zulauf bei Religionen ist sehr stark. Warum ist es so, dass die katholische Kirche, die eine absolut sexistische Vereinigung in meinen Augen ist, warum ist es so, dass diese Kirche heute
eigentlich für den Begriff, den sie eigentlich, für den sie steht einerseits, aber für den Verein, den sie darstellt andererseits, dass es so viele junge Menschen heute wieder gibt, die sagen, ja, ich möchte gerne heiraten und ja, ich habe so ein klassisches Familienbild und die sich auch irgendwie in einer Weise auch wieder zur Kirche zurückbesinnen oder auch zu anderen Religionen. Ja. Und ich habe so das Gefühl, diese konservative Tendenz ist auch eine Frage des Rückhalts. Also je komplizierter unsere Welt wird, desto einfachere Fragen oder desto einfachere Antworten brauchen wir. Und ein Verein, sage ich mal, der tausende Jahre genau das Gleiche will und ungebrochen ja, an denselben Dingen festhält, egal ob sie inzwischen revidiert sind oder nicht, der ist natürlich sehr stark in seiner Art und Weise. Ja. Und das ist eben diese Parallele, die ich jetzt auch zur Kunst finde oder gefunden habe in irgendeiner Weise, weil ja letztendlich auch die Kunst so ähnlich funktioniert. Also wenn wir uns heute den Art Market oder diesen Kunstmarkt anschauen, wir oder viele Künstlerinnen und Künstler produzieren ja Kunst, die wahnsinnig konservativ ist. Also die sehr stark verstanden werden, die stark darauf basiert, das muss man verstehen können. Ja? Also da muss man kein Spezialist sein, das haben sie vor 100 Jahren schon so gemacht. Also ich denke da an Hanna Höch, das Beispiel, das ich gezeigt habe. Das ist irgendwie so für jeden klar, das kann man verstehen, das kann man begreifen. Und dazu kommt dann natürlich auch diese technische Entwicklung, dass es ja auch viel schwieriger zu begreifen ist, weil ja die Art und Weise, wie wir es zu uns nehmen, wie wir es aufnehmen, ja auch sich stark reduziert hat. Also auf 7 Inch, auf 13 Inch, auf 4 Inch und so weiter und so fort. Also das ist vielleicht so ein bisschen so der Input, der Input, der jetzt zu mir gekommen ist nach dieser Beschäftigung, dank dieser Frage, die ihr auch an mich gestellt habt. Vielen Dank dafür. Und gerade diese Idee der Einfachheit oder das Zurückkehren zum Konservativismus vielleicht oder aber auch zu den einfachen oder großen Fragen habe ich auch unlängst mit meinen Kolleginnen Bärbel Fischer und Janina Falkner bei uns im Büro einfach intern diskutiert und da kam eigentlich die Sache auf, dass wir gesagt haben, es geht eigentlich um archaische Probleme. Also bei all der Weiterentwicklung und Technologisierung der Welt haben wir nach wie vor dieselben grundlegenden Probleme, für die es zum Teil keine Lösung gibt, also sogenannte Wicked Problems auch, deren Lösung so kompliziert ist und immer neue Probleme verursacht und einfach neue Fragen gestellt werden müssen und gar kein konkreter Ansatz oder eine konkrete Anwendung möglich ist. Und ich habe jetzt zu diesem Thema kürzlich auch nochmal bei Sigmund Freud nachgeschlagen im Unbehagen der Kultur und das ist ja um den 30er Jahren. Und irgendwie kam mir das sehr zeitgemäß vor, dass jetzt, er sagt, es kommt ein Moment der Enttäuschung hinzu. In den letzten Generationen haben die Menschen außerordentliche Fortschritte in den Naturwissenschaften und ihrer technischen Anwendung gemacht, ihre Herrschaft über die Natur in einer früher unvorstellbaren Weise befestigt. Die Einzelheiten dieser Fortschritte sind allgemein bekannt, es erübrigt sich, sie aufzuzählen. Die Menschen sind stolz auf diese Errungenschaften und haben ein Recht dazu. Aber sie glauben bemerkt zu haben, dass diese neu gewonnene Verfügung über Raum und Zeit, diese Unterwerfung dieser Naturkräfte und die Erfüllung jahrtausende alter Sehnsüchte, sie nach ihren Empfindungen gar nicht glücklicher gemacht hat. Und das hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, weil das ist natürlich im Hinblick auf die Zeit, in der es verfasst wurde, sich in einen anderen Kontext zu stellen, aber auch heute im Jahr 2015 eigentlich hat es diese Gültigkeit und das fand ich jetzt so für mich persönlich ganz interessant, mit dem Statement da in den heutigen Abend zu gehen und sehr viel gelernt zu haben. Und würde jetzt in diesem Sinne noch darum bitten, wenn jemand sich in die Diskussion einbringen möchte, Fragen stellen möchte oder ein Statement abgeben möchte, sich bei uns zu melden. Ansonsten können wir das auch noch ein bisschen bei einem Drink an der Bar besprechen. Vielleicht möchte Christoph noch was sagen. Ja, ich möchte mal sagen, ich habe viele interessante Erkenntnisse daraus bezogen, auch aus den Präsentationen. Der Valentin hat ja eine sehr wichtige Frage am Ende noch gestellt, wie sieht eine bessere Welt aus? Und wenn ich das jetzt von der Anna Witt aufnehme, wie sieht eine bessere Welt im Kleinen aus? Vielleicht ganz spontane Antworten, das muss jetzt nicht umfassend sein, ein, zwei Elemente, wie sieht eine bessere Welt aus? Ja, weil was du vorhin gesagt hast, dann habe ich auch jetzt irgendwie gerade gedacht, dass ich auch das Gefühl habe, obwohl wir das Gefühl haben, uns quasi neuen Herausforderungen stellen zu müssen, dass die grundlegenden Probleme eigentlich ganz klassische und alte sind, irgendwie so Ausgrenzung und Hass und Rassismus und so. Das sind Sachen, die ganz vielen Dingen zugrunde liegen, die in unterschiedlicher Form uns quälen. Ja.
bis zu, also vom Arbeitskampf bis zu bis zum Alltag, bis zu Globalisierung ist ganz viel, hängt so an mangelnder Solidarität oder eben dem Gegenteil davon, also dass man quasi immer sein eigenes begreift und sich etwas gegenüber abgrenzt. Also ich habe schon das Gefühl, dass sich ganz viel, was uns jetzt so als aktuelle digital moderne Herausforderung auf uns zukommt, auf sowas zurückzuführen ist. Ja. So sie, also da müsste man auch angreifen für eine bessere Welt. Ja. Nein, um auf den Mikrokosmos zurückzukommen, finde ich, ist es sehr wichtig, dass man nicht als Künstlerin agiert, sondern als Mensch. Und dass man so kleine Situationen im Alltag eben durch seine eigene Handlung verändert. Also ich finde, dass das gar nichts mit Kunst zu tun hat, auch die Veränderung da draußen. Ich wollte vielleicht noch ein kurzes Beispiel erzählen, eben aus diesem Projekt, das ich da gemacht habe. Und ich bin natürlich anfangs rangegangen und habe angefangen, Archive im Internet zu sammeln zu historischer Flucht, also aus der DDR und aktueller Flucht, und bin dann mit diesen Archiven zu den beiden gegangen und habe gesagt, sucht euch jetzt Bilder aus, die für euch repräsentativ sind. Hab dann gemerkt, die konnten sich überhaupt nicht mit diesen Bildern identifizieren, weil sie ja eigene Bilder haben. Und für mich war das eben gar nicht klar, weil für mich so ein Thema nur über diese Bilder, die ich im Internet gesammelt habe, existiert habe. Also, und das war dann irgendwie auch so eine interessante Erkenntnis, dass diese ganzen Bilder oder diese Archive ja nur so lange funktionieren, solange man nicht die eigenen Erlebnisse hat. Ja. Ja, es gibt diesen Spruch, global denken, lokal handeln. Ich glaube, der könnte in dem Zusammenhang auch bedeuten, dass man sich zum Beispiel als Konsument oder Konsumentin auch im Klaren darüber wird, welche Konsequenzen man eigentlich oder was die Konsequenzen des eigenen Handels sind. Ein kleines Beispiel dazu: weniger als die 20 größten Cargo-Schiffe auf der ganzen Erde produzieren den gleichen Schadstoffausstoß wie alle Autos auf dieser Erde. Das heißt, jedes Mal, wenn man zum H&M geht und sich um 5 Euro ein T-Shirt kauft, muss man halt nicht nur ein schlechtes Gewissen haben wegen der eventuellen Kinderarbeit oder Sweatshop oder was auch immer da noch zusammen in dem Zusammenhang steht. Es könnte dann auch vielleicht noch ästhetische Probleme geben, die auftauchen, nämlich wenn jeder das gleiche T-Shirt in derselben IKEA-Wohnung anhat, in was für einer Welt befinden wir uns dann. Aber man muss sich auch klar sein, dass solche Dinge, also die nicht so offensichtlich sind, wie zum Beispiel, dass ein 5-Euro-T-Shirt beim H&M einfach in direktem Zusammenhang mit katastrophaler Umweltverschmutzung steht, bewusst werden. Also das ist sozusagen meine Antwort auch auf diese Frage von dir, Christoph. It's hard act to follow, but I think that apart from the subject matter, that art can show certain injustices that definitely exist in the world, and the distribution of wealth or the exploitation of peoples around the world. At the same time, art needs to reveal its own means of production. And that, what I mean by that is that also museums and galleries and all the participants, collectors, they also need to show transparency and openness in the way they function. I think that's something, there's a lot of expectations from artists to be, let's say, change the world or make the world be a better place. That's somehow expected, it comes from that. But maybe we should have one of those discussions where maybe the question would be about financial speculation. Does it really help the world? Or does art market help the art? I mean, these discussions are also interesting, and I think there's a lot of potential for other discussions where things need to be opened up a little bit, and we don't talk only about art within a certain, traditional discussions. I think we need to really open up a little bit more towards the world. That's maybe what art should do more, as opposed to historicize itself indefinitely. And that's what I think I can already see that happening. I think a lot of artistic practices do that. And I think that some museums also do that. And it's very interesting to see what the next level will be in that. So.
Vielen Dank an alle.